Sie arbeiten in der Glashauswäscherei? Ich bin da geboren. Teilzeitwäscherin mit 7, Vollzeit dann ab 12. Was würde das Wahlrecht für Sie bedeuten? Wahlrecht für Frauen, es liegt in eurer Hand. Das will keiner hören, Süße. Manche von uns schon, also halt deine blöde Klappe. Mein Leben lang war ich gehorsam. Hab getan, was Männer von mir wollten. Du bist eine Frau, meine Ehefrau. Das ist deine Bestimmung. Aber das kann ich jetzt nicht mehr. Unterschätzen Sie nicht die Kraft, die wir Frauen haben, um unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Widersetzen wir uns der Regierung. Wahlrecht für Frauen! Wir werden das Herz des Nachrichtenwesens treffen. Ich muss das Gesetz anwenden. Gesetze bedeuten mir nichts. Ich hatte bei der Gesetzgebung keine Stimme. Es ist ein Maß an Anarchie entstanden, das wir nicht länger dulden können. Bestrafen Sie die Verantwortlichen, so hart es nur eben geht. Nein! Sonny! Wir werden Sie aufhalten. Was wollen Sie denn tun? Uns alle einsperren? Wir sind in jedem Haus. Wir sind die Hälfte der Menschheit. Sie können uns nicht aufhalten. Wir Frauen wollen keine Gesetze brechen. Wir wollen Gesetze machen. Es gibt nur einen Weg vorwärts. Ich bin nicht mehr und nicht weniger wert als Sie. Wir werden siegen. Gib dich nie geschlagen. Hör niemals auf zu kämpfen.